Willkommen zu einer neuen Folge MotoGP. Wir sind im 2018er Mod. Wir sind in Redes de la Frontera in Andalusien in Spanien zur vierten Runde der MotoGP-Meisterschaft 2018. Und was war das bitte wieder für ein Rennsonntag? Was war das für ein MotoGP-Rennen? Da ist wieder jede Menge passiert. Im Moto3-Rennen ebenfalls. Also, das war wieder ein absolut MotoGP-würdiger Rennsonntag. Wir fahren mit Rocco Lorenzo. Unser MotoGP-Rennen, 7 Runden, geht es über den traditionsreichen Kurs, der Nebra-Assen am längsten schon mit dabei ist im MotoGP-Kalender. Und der wurde ja auch ja, umbenannt zum Angel Nieto Circuit, eben in Gedenken an Angel Nieto, der ja verstorben ist. Und wir starten jetzt, ja. Lorenzo, gute Pace gehabt über das ganze Wochenende auf einer eher untypischen Ducati-Strecke, aber ja, dann ist eben das passiert, worauf wir dann gleich eingehen werden. Wir fangen erstmal an. Moto3, Philipp Oettl feiert seinen ersten Sieg, wunderbar herausgefahren. Ein bisschen Glück, ja, hat natürlich auch dazu gezählt. Aaron Canet hat ja sozusagen das komplette Fahrer-Verfolgerfeld abgeräumt, bis auf Marco Bezzecchi. Aber auch gegen Bezzecchi konnte sich Oettl sehr gut wehren. Man hat es in der letzten Kurve, in der letzten Runde gesehen. Diese gefürchtete Kurve 13, das ist glaube ich 12, 13, bin mir gerade nicht sicher. Da ist er nämlich wunderbar nach innen gefahren, hat er so ein bisschen blockiert und hat da seinen ersten Sieg herausgefahren. Und wir, ja, fliegen über die Curbs. Mann, Mann, Mann. Fängt ja schon mal gut an. In der Moto2 auch ebenfalls einen glücklichen Sieger gehabt. Nämlich Baldassari. Der hat da wirklich ein super Rennen abgeliefert. Sehr, sehr konstant und ordentlich gefahren. Konnte sich da durchsetzen. Und hat seinen, ja, auch erst gerade mal zweiten Sieg, glaube ich, eingefahren. San Marino 2016, 2017, 2016 glaube ich, war sein erster und auch ja, letzter. Also auch für ihn sehr, sehr glücklich. So, wir kämpfen uns einfach mal hier wieder so ein bisschen nach vorne. Ja, und dann eben der Showdown in der MotoGP-Klasse. Es, boah, jo, 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 jo. Legt sich da einer aus dem Angel-Nieto-Team und jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Mann, 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 jetzt fahren wir den Bradley Smith noch rein. Absolutes Chaosrennen, was eigentlich gerecht wird, ne? Es wird dem Rennsonntag, dem Rennen der MotoGP absolut gerecht. Weil, ja, ich sag mal so, vor Rennstart die Gefühle waren eher gemischt so. Wer könnte Favorit sein? Von vornherein war klar, es wird eine Materialschlacht. Es war sehr, sehr heiß, die Reifen, das Vorder-, gerade das Vorderrad. Reifenmanagement wird eine Rolle spielen. Aber das war es noch nicht mal so, ja, so wirklich. Sehr, sehr ärgerlich. Alex Rins relativ am Anfang gestürzt. Das war, glaube ich, jetzt auch schon der, ja, dritte Ausfall im vierten Rennen. Absolut ärgerlich. Volles Risiko gegangen, keine Frage. Top-Ergebnis wäre drin gewesen. Aber ja, die Saison fängt leider sehr, sehr unglücklich für ihn an. Aber auch absolut talentierter Fahrer, der da sein Können sehr, sehr gut zeigt. Aber allgemein, Suzuki, die läuft momentan, ne? Andrea Iannone. Auch hier in Jerez, das war in Austin kein Einzelfall. Auch hier gute Leistungen abgerufen. Ja, nächster Sturz dann auch wieder sehr, sehr ärgerlich. Cal Crutchlow, der ja bis dato WM-Leader, meine ich, war ein Punkt vor Marquez, war es, glaube ich. Und auch er ja auch wieder über das Vorderrad weg. Das hatten wir ja schon mal ja, in Austin im letzten Rennen. Auch sehr, sehr ärgerlich für ihn. Und dann hat sich das Rennen eben,
aber nicht hier festfahren. Das Rennen eben soweit geordnet. Vorne mal Kess, ja, konnte ein bisschen, konnte sein Ding quasi machen, konnte dann wegfahren. Hinten die Verfolger, die waren sich relativ uneinig. Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso haben da eben ja um Anschluss quasi gekämpft. Man hat gesehen, Lorenzo hat die schon so ein bisschen aufgehalten, aber es war dann auch relativ schwer, da so vorbeizukommen. Lorenzo hatte ja den weicheren Vorderreifen. Und ja, das hat man dann schon gemerkt, dass da dann ab ja, Runde 15 ungefähr dann angefangen ein bisschen nachzulassen. Und dann ja, ist eben das Unglück passiert, wie auch in der Moto 3 in derselben Stelle. An dieser ja, Spitzkehre kann man ja schon sagen, nach der langen Geraden, dass da eben Dovizioso viel zu spät auf der Bremse war, musste da den weiten Bogen gehen. Ebenso auch Lorenzo, der da so ein bisschen dann blockiert wurde durch Dovi. Und ja, Pedrosa, es hat sehr, sehr lange gedauert, aber Pedrosa dann letztendlich wollte durch die Lücke. Und dann ja, gab es eben eine Kettenreaktion und alle drei haben sich quasi selbst eliminiert. Also das war wirklich eine unfassbare Szene. Also ich bin wirklich ja, Hände über den Kopf zusammengeschlagen und von der Couch aufgesprungen, also unglaublich. Jetzt kommen wir hier gleich nämlich an die Stelle. Und das wäre so ein schönes Ergebnis geworden. Zum einen für Lorenzo, Podestplatz wäre wirklich in Aussicht gewesen. Hat er ja mit Ducati, glaube ich, auch nur einmal bisher geschafft, bin ich mir nicht sicher. Aber auch für Dovizioso in Sachen Meisterschaft, ja, wieder ein Nuller. Und auch Pedrosa, der sowieso schon angeschlagen ist wegen seiner Schulter, wegen dem Sturz eben von Argentinien noch. Auch wieder eine sehr ärgerliche Sache. Gebernau hat sich da ja auch sehr, sehr aufgeregt. Sein Mentor sozusagen. Aber dann, ja, war die Bahn quasi frei. Zum einen für Marquez, aber der war eh schon Sekunden weit vorne. Und ja, was war denn dahinter los? Ne? Drei Spitzenfahrer scheiden aus. Wen haben wir denn da hinten? Da war zum einen ein Zarco, der dann ja, auf einmal Zweiter war. Und Kampf um den letzten Podestplatz gab es ja dann auch noch bis in die letzte Kurve. Und das war dann ja, zum einen Iannone, der, wie schon gesagt, eine gute Pace soweit hatte. Natürlich durch den Triple-Ausfall oder auch durch schon Crutcher und Rins davor. Natürlich eine Glück für die ganzen Leute dahinter. Aber auch Iannone wieder mit einem dritten Platz. Konnte sich da durchsetzen. Kurz konzentrieren neben Petrucci, der sichtlich enttäuscht war über den vierten Platz, hat man da nun gesehen, auch er in dieser Saison ja, eher schleppend kommt er da voran, der war da letztes Jahr wesentlich besser drauf. Oh, gerade hier im Kampf mit Pedrosa, es passt, aber bitte beide sitzen bleiben. Jetzt sind wir hier spät. Können das aber halten. Ja, KI ist auch nur auf schweren Anführungsstrichen, aber in Anführungsstrichen. Aber nun gut. Und ja, auch für Rossi und Jack Miller, die dahinter waren. Das war ja so eine kleine Vierergruppe, kann man sagen. War das Podest dann auch noch in Reichweite, aber es hat dann einfach nicht gelangt. Also die allgemeine Pace von Movistar Yamaha, von Rossi und auch Vinales, der war ja noch weiter dahinter, wirklich wieder katastrophal. Ich weiß nicht, an was es genau liegt, ob da irgendwie, ja, das Vertrauen ist einfach nicht da.
Ich weiß nicht, die Reifen, das Vorderrad. Das Bike scheint einfach nicht so die Performance zu liefern, die es einfach liefern soll. Wobei es ja auch wiederum in Austin für Vinales echt gut lief. Aber das sind sehr, sehr ungleichmäßige Rennen, die Yamaha hier abliefert. Die müssen sie wirklich unter Kontrolle bekommen, dass die da mal wieder ja auch um den Sieg mitfahren. Und auch Jack Miller konnte da dann... Oh, jetzt haben wir den Ritz weggehauen. Das war absolut keine Absicht. Eine Runde vor Schluss. Auch Morbidelli, Top-10-Ergebnis rausgefahren. Natürlich auch ein bisschen mit Glück natürlich der Ausfälle versehen. Aber auch die Pace von Marc VDS allgemein, auch Tom Lüthi, der leider gestürzt ist im Rennen, gab es auch noch eine sehr spektakuläre Szene, weil er da ja auch Kurve 11, Kurve 12 gestürzt ist, diese schnelle Rechtskurven. Und dadurch ist sehr, sehr viel Kieselsteine sind da auf die Strecke geschleudert worden. Und man hat es wirklich bei Marquez gesehen, wie der da rumgeslidet ist. Auch eine sehr, sehr spektakuläre Szene. Also da hätte auch wirklich mehr passieren können. Oh, wieder auf die Curbs gehopst. Aber letzte Runde. Muss noch mal gucken, wir sind Vierter. Aber da noch mal aufs Podest kommen. Wir haben da vorne Petrux, wir haben Marquez und ganz, ganz vorne, ich weiß nicht, ob es Dovizioso ist, auf jeden Fall irgendwas Rotes. Und ja, auch wenn Tom Lüthi im Rennen dann gestürzt war, leider war die allgemeine Pace der beiden Marc VDS-Leuten doch sehr, sehr okay. Auf jeden Fall eine Steigerung. Auch bei KTM, Kallio als dritter KTM-Pilot mitgefahren, als ja, Test-Wildcard-Fahrer und hat ja auch ein Top-10-Ergebnis, hat die Top-10 quasi abge... Oh, wir sind noch dritter. Hat die Top-10 dann quasi abgeschlossen, hat beide KTM-Piloten, Espargaro und Smith, auch hinter sich gelassen. Und da ist ja auch dann im Fahrerkarussell für nächstes Jahr, hat sich da ja auch ein bisschen was getan in Sachen KTM allgemein. Und auch hier und da laufen ein paar Gerüchte auf, aber da werden wir nochmal in einer extra Folge drauf eingehen, weil wir sind jetzt hier soweit durch, haben dann doch ein relativ ordentliches Rennen ja, abgeliefert, sind dann nochmal Dritter geworden mit Lorenzo und ja, es war wirklich ein sehr, sehr krasses MotoGP-Rennen mal wieder, ja, durch die ganzen Stürze. Auch in der Moto 3, das war wirklich wieder faszinierend, phänomenal. Das ist die MotoGP. Und das war auch Redes, das war der Europa-Auftakt. Wir sehen uns dann wieder in Le Mans, in Frankreich. Mal gucken, Zarco Heimspiel, was er da machen kann. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe, das wollte ich eigentlich schon am Anfang sagen, ich habe die Skins für Marc VDS geupdatet, da gibt's jetzt, gab es jetzt eine neue Mod-Version und da war der erste Sturz. Die haben oder sollten die aktuellen Skins haben, ich weiß nicht wie, also, ne, ob sie wirklich zu 100% identisch sind, aber sie sind geupdatet und auch die vom Engineer-Team wurden nochmal geupdatet, da gab es nochmal eine neue Version, da wurde jetzt unter anderem der Helm von Karl Abraham aktualisiert. Weiß ich auch mit das, ja, da haben wir gerade die Lüthi Marc VDS, also auch da haben wir wieder ein bisschen was in Sachen MotoGP 2018er Mod dazu bekommen, aber einen Monat haben wir noch, ne? Dann ist das neue MotoGP 18 Spiel endlich da, ich freue mich wirklich riesig, es wird jetzt auch auf Steam gelistet und die Screenshots und so, es sieht schon sehr gut aus, muss man sagen. Und ja, ich freue mich auch da auch wirklich drauf, weil ich die, wie schon mal angekündigt, die Karriere diesmal live streamen werde auf Twitch. Da freue ich mich dann wirklich drauf, ja, hier dann die nächsten Stürze. Oh mein Gott. Und ansonsten
ist, glaube ich, alles gesagt. Für die, die ein gutes Auge haben, ich habe das Ganze jetzt hier qualitativ noch mal ein bisschen höher gestellt im OBS, weil da war, warum auch immer, die eine Einstellung der Qualität ein bisschen vermindert. Zudem spiele ich das Ganze jetzt hier in Full HD und nehme es auch in Full HD auf. Das war ja vorher nur in 720p. Aber nun gut, das soll es jetzt gewesen sein. Das war Redes und wir sehen uns dann wieder in Le Mans zu einer neuen Folge MotoGP 2018.